hast du dich verlaufen? Hey, hast du dich verlaufen? Sorry, ich hab keine Karte. Hey, Rick, hast du eine Karte? Nö, hab mir Kippen draus gedreht. Und du, wo immer du hin willst, hier bist du falsch. Hast du gehört? Gibt nichts zu sehen. Also schönen Tag noch. Lasst euch nicht stören. Bisschen schwer, wenn du uns hier am Arsch hängst. Musst du nicht irgendwo sein? Was ist in dem Aktenkoffer? Was, in dem Scheißteil hier? Wahrscheinlich nichts. Dosen oder Flaschen? Wer weiß. Wo habt ihr den her? Seht ihr ein Blinder, dass der einem Konzern gehört? Bist du vom Fundbüro oder sowas? Wenn es nicht deine Angelegenheit ist, mach es nicht dazu. Gib ihn her. Sofort. Hey, ganz ruhig, Boss. Wir können uns doch einigen, oder nicht? Komm schon. Ich wiederhole mich nur ungern. Worauf wartest du? Gib ihn ihr. Glaub mir, du wirst das Teil eh nicht aufkriegen. Das werden wir ja sehen. Wo habt ihr ihn gefunden? Ich fragte, wo? In den Müllcontainern, da drüben. Oh, scheiße, Josh. Hör zu, wir waren das nicht, okay? Der Penner war schon tot. Ehrlich. Was? Im Ernst? Und ich dachte, ihr werdet voll die erstklassigen Söldner. Verzieht euch. Okay, nehm ihn ruhig. Bleib einfach mal locker, ja? Sesam, öffne dich. Sieh an, was haben wir denn hier? Du konntest echt nicht das Maul halten, oder? Mich doch einfach am Arsch.
Der Moment der Wahrheit. Mal sehen. Was zum Teufel ist das? Das, wonach es aussieht. Brancesi 2021. Ohne Titel, Nummer 18. Öl auf Leinwand. Perlen vor die Säue. Echt, ey. Sieh an, Johnny Silverhand, der Kunstkenner. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Eine Ex von mir hat gemalt. Vollpsycho, wie alle von denen. Aber was die mit meinem Pinsel gemacht hat, nicht in Worte zu fassen. Bitte, versuch's erst gar nicht. Aber was hatte das auf dem Mond zu suchen? Was wohl? Irgendeine Bonze hat ihn sich an die Wand gehängt. Der halbe Louvre schwebt irgendwo im All. Warst du jemals da? Mit dem Kleingeld, das ich mit meinem Rumgejaule verdient habe? Träum weiter. Egal, lass uns abhauen, bevor Köpfe rollen. Was das Gemälde angeht, die Käufer werden in 0, nichts Schlange stehen. Hey, was willst du? Hey, ich kenne dich. Du bist aus Watson, oder? Hat dein Vater nicht in Selmans Werkstatt gearbeitet? Ja, bevor sie ihn eingelocht haben. Ich erinnere mich. Bullen haben ihn beim Clown erwischt. Unter anderem, Leute sterben auf der Straße und die bepissen sich wegen Bagatelldiebstahl. Ach, Schlosche. Aber egal, was willst du? Das ist ein Boxclub, oder? Ja, für einmals. War mal eine Fabrik für Farben oder so. Ich stell ein bisschen Zeug rein, Ring in die Mitte. Und schon hast du ein 1A-Swinger. Bin zum Kämpfen hier. Du? Interessant. Wieso interessant? Frag mich, ob ich dich danach wiederkenne. Wer ist der Nächste? Na los! Ich bin für einen Kampf hier. Ach ja? Hab dich hier noch nie gesehen. Frisch Fleisch? Könnte man sagen. Dann sei vorsichtig. Fremde sieht man hier nicht gern. Ein falscher Blick und du kriegst mit gebrochenen Beinen durch die Gosse. Aber wenn du mich besiegst, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Dann kannst du die Ausrüstung benutzen, den Trainer treffen und so weiter. Oh, danke. Das ist nett. Wird ja gern geschehen, Saal. Aber du musst mich erst besiegen. Und ich habe noch nie einen Kampf verloren. Sag mal, wem gehört der Club?
Logan Garcia war mal der beste Boxer in Night City. Vielleicht sogar in den ganzen Staaten. Übertreibst du nicht ein bisschen? Dann schau dir mal einen seiner Kämpfe an. Hey, nur einen Moment. Komm gleich wieder. Okay. Sei nur vorsichtig hier, weil, weißt schon, gebrochene Beine. Schmeißen wir keine Eddies in den Topf? Nein. Sobald Cash im Spiel ist, geht der Sportsgeist flöten. Ich bin nur zum Kämpfen hier. Sonst nichts. Du hast noch nie verloren? Ich sage, es gibt immer ein erstes Mal. Ich enttäusche dich ja nur ungern. Komm schon! Hast du gute Tech verbaut? Sensorenfilter? Rotoren? Powerkern? Das findest du gleich raus. Hast recht. Also dann, wollen wir? Packen wir es an. Viel Glück, was du brauchst. Aber diesmal? Ich hab gewonnen! Gewonnen! Ja, das hast du. Wo wir schon warm sind, wie wär's mit einer Revanche? Packen wir's an. Viel Glück wirst du brauchen. Ich hab gewonnen! Gewonnen! Ja, das hast du. Wo wir schon warm sind. Wie wär's mit einer Revanche? Viel Glück, wirst du brauchen. Moment mal. Ich hab gewonnen! Gewonnen! Ja, das hast du. Wo wir schon warm sind. Wie wär's mit einer Revanche? Packen wir's an. Viel Glück, was du brauchst. Ich hab gewonnen! Gewonnen! Ja. Das hast du. Wo wir schon warm sind. Wie wär's mit einer Revanche? Packen wir's an. Viel Glück, was du brauchst. Ich hab gewonnen! Gewonnen! Ja, das hast du.
wo wir schon waren sind. Wie wär's mit einer Revanche? Hoho, meine scheiß Venen knallt! Fotze! Nein, caralho!
Viel Glück wirst du brauchen. Aber diesmal? Ich hab gewonnen! 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 Ja, das hast du. Wo wir schon warm sind. Wie wär's mit einer Revanche? Packen wir's an. Viel Glück, das du brauchst. Moment mal. Ich hab gewonnen! 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 Ja, das hast du. Wo wir schon warm sind, wie wär's mit einer Revanche? Packen wir's an. Viel Glück, das du brauchst. Ich hab gewonnen! 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 Ja, das hast du. Wo wir schon warm sind, wie wär's mit einer Revanche? Packen wir's an. Viel Glück wirst du brauchen. Moment mal. Ich hab gewonnen! 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 Ja, das hast du. Wo wir schon warm sind, wie wär's mit einer Revanche? Viel Glück wirst du brauchen. Komisch. Thank you.
Diesmal? Ich hab gewonnen! 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 Ja, das hast du. Wo wir schon warm sind, wie wär's mit einer Revanche? Packen wir's an. Viel Glück, was du brauchst. Ich hab gewonnen! 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 Ja, das hast du. Wo wir schon warm sind, wie wär's mit einer Revanche? Packen wir's an. Viel Glück, was du brauchst. Diesmal?
Diesmal? Oh, okay. Ich gebe auf. Bin am Ende. Oh, Scheiße! Hey, beruhige dich. Beruhig dich? Ich geb dir Beruhigung. Es tut mir leid. Schon gut. Bist es nicht gewöhnt zu verlieren. Und das will ich auch nie sein. Hör zu. Ich hab genug für heute. Aber ich sorg dafür, dass dir niemand Stress macht. Fühl dich wie zu Hause. Hey! Jetzt kein Rumgeprahle. Sonst werde ich wieder aggro. Garcia klopft gerade an die Himmelspforte. Die Kundin und ich sind sehr zufrieden. Deine Bezahlung ist unterwegs. Auftrag erledigt. M-
Mein Kunde braucht Hilfe bei irgendeiner internen Konzernstreitigkeit. Er will belastende Infos über seinen Erzrivalen, einen Typen namens Matthias Stowe. Was meinst du? Infos im Anhang. Drohne gebraucht. Nichts so anderes mit euren Sparmaßnahmen.
Dies kommen angeflogen.